Heute für euch, warum Nagini als Horcrux beweist, dass Lord Voldemort doch Liebe empfinden und geben kann. Das und mehr jetzt in diesem Video. In unserem heutigen Video werden wir über Lord Voldemort und seine Horcruxe sprechen. Genauer gesagt über seine Wahl an Horcruxen, insbesondere über einen ganz bestimmten, und zwar Nagini. Ein Horcrux ist ein Gegenstand, in den ein dunkler Zauberer oder eine dunkle Hexe einen Teil ihrer Seele eingeschleust hat, um das ultimative Ziel der Unsterblichkeit zu erreichen. Es handelt sich dabei sicherlich um eine unheilvolle Magie, und das liegt daran, dass sie äußerst böse ist. Vielleicht ist der finsterste Aspekt dieser Horcrux-Herstellung die Tatsache, dass man jemanden ermorden muss, um einen neuen zu erschaffen. Mit Ausnahme von Herpo dem Üblen ist Lord Voldemort der einzige bekannte Zauberer, der Horcruxe erschaffen hat. Der einzige Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass Herpo nur einen Horcrux erschaffen hat, während Voldemort gleich mehrere erschuf. Ein Tagebuch, ein Ring, ein Medaillon, ein Becher, ein Diadem, ein Junge, auch wenn ungewollt, und eine Schlange. Das waren Voldemorts Horcruxe. Der Fokus meines heutigen Videos liegt jedoch auf Nagini. Soweit wir uns erinnern können, klebt Nagini an Voldemorts Seite. Eine vertrauenswürdige und treue Gefährtin, die ihn scheinbar durch alle Widrigkeiten begleitete. Ihr erstes Treffen fand in den Wäldern Albaniens irgendwann in den 1980er Jahren statt, als Voldemort noch schwach und nur ein Schatten des mächtigen Zauberers war, der er einst gewesen war. Er war verloren und wusste nicht, was er als nächstes tun sollte. Doch zufällig traf er Nagini, eine Maledictus, die dauerhaft ihre Tierform angenommen hatte. Sie waren beide verlorene Seelen, ein kürzlich besiegter und körperloser dunkler Zauberer und eine einsame Schlange, die unter einem lähmenden Blutfluch litt. Angenommen, Voldemort konnte tatsächlich über die Parselsprache mit ihr kommunizieren, und hier in Anbetracht der Verbindung von Voldemorts Blutlinie zu Schlangen ist es nicht verwunderlich, dass die beiden ein Paar wurden, beziehungsweise kein richtiges Paar, sondern eher eine tiefe Freundschaft sich entwickelte. Aber wie auch immer, Voldemorts nächster Schritt war in meinen Augen fragwürdig. Der besagte Schritt war natürlich die Verwandlung von Nagini in seinen letzten Horcrux. Im Jahr 1994 traf die Ministeriumsangestellte Bertha Jorkins die unglückliche Entscheidung, eine Reise nach Albanien zu unternehmen. Ich sage unglücklich, denn zu diesem Zeitpunkt befanden sich auch Voldemort, Peter Pettigrew und Nagini ebenfalls dort. Pettigrew, der Jorkins bereits kannte, überredete sie, mit ihm in den Wald zu gehen und führte sie zu Voldemort. Daraufhin folterte Voldemort Bertha und tötete sie schließlich. Ihr fragt euch vielleicht, warum ein Mord notwendig ist, um einen Horcrux zu erschaffen, und indem er Bertha tötete, machte Voldemort Nagini zu seinem letzten Horcrux. Nun, Nagini wurde also dazu gemacht, ein Horcrux zu sein. Aber warum war das so eine schlechte Entscheidung, fragt ihr euch vielleicht. Die Sache ist die: Horcruxe sind Gegenstände, in die ein Zauberer einen Teil seiner Seele eingepflanzt hat. Und dafür braucht es ein Opfer. Und dieses Opfer ist nun mal ein Mord. Das Hauptproblem bei der Verwandlung von Nagini in einen Horcrux ist, dass sie ein lebendes Wesen ist, ein fühlendes Wesen mit einer eigenen Lebensspanne. Wenn Voldemorts Ziel darin bestand, unsterblich zu werden, und das Ziel der Erschaffung von Horcruxen darin besteht, die eigene Lebensspanne zu verlängern, was ist dann der Sinn eines Horcruxes mit einer begrenzten Lebensdauer? Selbst wenn ein Maledictus lange lebt, werden sie letztendlich trotzdem irgendwann sterben. Voldemorts Entscheidung, Nagini in einen Horcrux zu verwandeln, war im Grunde etwas fehlerhaft. Dumbledore spricht im Buch sogar über die Risiken der Verwandlung eines Lebewesens als Horcrux. Das glaube ich nicht, sagte Dumbledore. Ich glaube, ich weiß, was der sechste Horcrux ist. Ich frage mich, wie du reagieren wirst, wenn ich dir beichte, dass ich schon seit einiger Zeit neugierig auf das Verhalten der Schlange Nagini bin, sagte Dumbledore. Die Schlange, erwiderte Harry erschrocken, kann man Tiere als Horcrux verwenden? Nun, es ist nicht ratsam, das zu tun, erklärte Dumbledore. Denn einen Teil seiner Seele einem Wesen anzuvertrauen, das selbst denken und sich selbst bewegen kann, ist natürlich eine äußerst riskante Angelegenheit. Aber wenn meine Berechnungen richtig sind, fehlte Voldemort noch mindestens ein Horcrux, um sein Ziel von insgesamt 6 zu erreichen, als er das Haus deiner Eltern betrat, mit der Absicht, dich zu töten. Es scheint, als hätte er die Herstellung von Horcruxen für besonders bedeutende Todesfälle aufgehoben, und du wärst sicherlich ein solcher gewesen. Er glaubte, dass er mit deinem Tod die Gefahr beseitigen könnte, die dir auf die Prophezeiung hinwies. Er glaubte fest daran, dass er sich unbesiegbar machen würde, da bin ich mir sicher. Sein Vorhaben war höchstwahrscheinlich, mit deinem Tod seinen letzten Horcrux zu erschaffen. Wie wir wissen, ist ihm das nicht gelungen. Nach einigen Jahren Pause benutzte er jedoch Nagini, um einen alten Muggelmann zu töten. In diesem Moment könnte ihm die Idee gekommen sein, sie in seinen letzten Horcrux zu verwandeln.
Dies unterstreicht die Slytherin-Verbindung, die Lord Voldemort noch verstärkt. Ich glaube, er hegte möglicherweise eine besondere Vorliebe für sie, soweit es ihm überhaupt möglich war, etwas mehr zu mögen als normal. Er hielt sie gerne in seiner Nähe und schien sie ungewöhnlich gut unter Kontrolle zu haben, selbst für ein Paselmund. Selbst Dumbledore erkannte die Gefahren, die damit verbunden sind, ein Lebewesen zu einem Horcrux zu machen. Daher bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass Voldemort sich dessen auch bewusst war, worauf er sich einließ. Daher glaube ich, dass die Entscheidung, Nagini in einen Horcrux zu verwandeln, eher von Emotionen geleitet war als von Logik. Nagini trug dazu bei, dass Lord Voldemort überleben konnte, bevor er wieder in seinen richtigen Körper zurückkehren konnte. Ihr Gift hielt ihn am Leben und wurde sogar in Voldemorts Körpertrank verwendet, der ihm eine körperliche Form verlieh. Doch all das hätte auch erreicht werden können, ohne sie tatsächlich zu einem Horcrux zu machen. Also warum hat er es getan? Voldemort kann keine Liebe empfinden. Die Sache ist die, Voldemort hegte tatsächlich tiefe Zuneigung zu Nagini. Dumbledore hat es am besten ausgedrückt. Ich glaube, er mag sie vielleicht so sehr, wie er nur etwas mögen kann. Aber Moment mal, ist Voldemort nicht komplett unfähig, Liebe und Zuneigung zu zeigen? Ja, das ist normalerweise die gängige Meinung, aber ich glaube, ich habe dafür ein Schlupfloch gefunden. Doch bevor wir darauf eingehen, sollten wir uns die wichtigste kanonische Erklärung für Voldemorts angebliche Unfähigkeit, Liebe zu empfinden, anschauen. Voldemorts Mutter Merope Gaunt war eine Reinblüterin und die Tochter von Marvolo Gaunt. Sie wuchs in Little Hangleton auf und entwickelte dort eine Besessenheit für einen Muggel, der in der Nähe wohnte, Tom Riddle Senior, Voldemorts Vater. Eines Tages entschied sich Merope dazu, einen Liebestrank zu brauen, den sie Riddle geben wollte, um ihn dazu zu zwingen, sich in sie zu verlieben. Als er den Trank trank, verliebte er sich tatsächlich in sie, und es dauerte nicht lange, bis Merope schwanger von Toms Kind war. Doch nach einer Weile hörte sie auf, den Trank zu verwenden, in der Hoffnung, dass Tom sie auch ohne ihn lieben würde. Sie gab ihm den Trank nicht mehr, und als Tom aus seiner Liebestranktrance erwachte, war seine Abneigung keine wirkliche Überraschung. Nach seiner Rückkehr floh er einfach zurück nach Little Hangleton und ließ Merope im Stich. Nachdem er geflohen war, versank Merope in eine tiefe Depression und hörte vollständig auf, Magie anzuwenden. An Silvester 1926 ging sie in ein Waisenhaus und brachte ihren Sohn zur Welt, Tom Marvolo Riddle, der spätere Lord Voldemort. Tragischerweise verstarb Merope kurz nach Riddles Geburt aufgrund eines gebrochenen Herzens. Ihr Tod bedeutete, dass sie nie für Tom da sein konnte und er wuchs ohne ein Konzept einer Vorstellung von Liebe auf. Doch nicht nur das, es wurde auch behauptet, dass Voldemort von Natur aus unfähig war, Liebe zu empfinden, eine bleibende Auswirkung des Liebestrankes, den Merope bei seinem Vater angewandt hatte. Die Unfähigkeit zu lieben war letztendlich ein wesentlicher Aspekt von Voldemorts Wesen und es war auch Merope, die ihn auf den Pfad des Bösen führte. Dank seiner Mutter und seines Vaters schien Voldemort auf gewisse Weise von Anfang an für das Böse prädestiniert zu sein. Nun, wenn er also keine Liebe empfinden konnte, wie konnte er dann Nagini lieben oder wenigstens Zuneigung zeigen? Nun, in einem Interview lässt J.K. Rowling tatsächlich die Möglichkeit offen, dass Voldemort vielleicht doch Liebe empfinden konnte. Es scheint, als ob es für ihn sehr schwierig war. Inwiefern hängt Voldemorts Unfähigkeit, Liebe zu verstehen, mit der Tatsache zusammen, dass er unter einem Liebestrank gezeugt wurde? Ist das eher symbolisch? Nun ja, J.K. Rowling hat die Antwort. Es war symbolisch dafür, dass er aus einer lieblosen Verbindung stammte. Aber natürlich hätte sich alles verändert, wenn Merope überlebt hätte und ihn selbst aufgezogen und geliebt hätte. In nur wenigen Sätzen öffnet J.K. Rowling hier die Möglichkeit, dass Voldemort in der Lage ist, etwas oder jemanden zu lieben. Sie hat es selbst gesagt, wenn Merope da gewesen wäre, um ihn aufzuziehen, dann könnte er Liebe empfinden. Das deutet darauf hin, dass er möglicherweise nicht von Natur aus emotional unfähig war, wie es im Kanon dargestellt wurde. Hat Voldemort jemals jemanden gelernt zu lieben? Nun ja, es scheint so, und zwar Nagini. Kommen wir nun zu einer kleinen Schlussfolgerung. Die beiden lernten sich kennen, als sie beide nichts hatten. Ohne Voldemort hätte Nagini keinen Zweck in dieser Welt gehabt, niemanden, mit dem sie hätte sprechen können. Und ohne Nagini hätte es Voldemort zwar schwerer gehabt, an die Macht zurückzukehren, aber irgendwann wäre es dennoch geschehen. Das bedeutet, dass er sie nicht unbedingt gebraucht hat, sondern dass er sie einfach bei sich haben wollte. Die Quintessenz ist, dass er sie nie zu einem Horcrux machen musste. Wie bereits erwähnt, war es eine emotionale Entscheidung, meiner Meinung nach, aus Liebe getroffen. Die Verbindung zwischen den beiden war so besonders, dass er sie dauerhaft an sich binden wollte. In gewisser Weise könnte man sagen, dass Voldemort, indem er Nagini zu einem Horcrux machte, fast einer Ehe gleichkam. Also irgendwie hatte Voldemort doch eine emotionale Verbindung zu ihr, die der Liebe gleicht. Und das war's mit diesem Video. Was denkst du über die Verbindung zwischen Nagini und Voldemort? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.
Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn dir das Video gefallen hat. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.